Hi, ich bin Stefan und ich habe mir heute die Infineon-Aktie angeschaut und die sieht wirklich spannend aus. Charttechnisch ist sie gerade an so einem Unterstützungsniveau und es hat ziemlich auf die Mütze bekommen und da wollte ich jetzt doch mal schauen, ob das jetzt nicht gerade ein günstiges und gutes Investment ist. Ich bin ja immer auf der Suche nach günstigen Aktien von guten Unternehmen und genau das überprüfen wir jetzt mal, ob wir hier ein Value-Wachstumsschätzchen haben. Also auf geht's! Kommen wir einmal zur Schnellübersicht. Also Infineon ist ein Chiphersteller bzw. ist im Halbleiterbereich unterwegs und kommt aus Deutschland. Soweit, so gut. Wir haben aktuell minus einen Punkt. Minus einen Punkt ist nicht sonderlich erfreulich, ehrlich gesagt. Ich habe mich da ziemlich drüber gewundert, dass die Aktie bei der Punkteskala so relativ schlecht abschneidet. Also minus ein Punkt heißt, dass wir wahrscheinlich eine kleine Unterperformance gegenüber dem Markt haben und zwar im Schnitt so ungefähr von 5,1%. Das ist natürlich ein Mittelwert und sagt jetzt nicht unbedingt etwas aus über, dass es jetzt unbedingt bei Infineon so sein muss, aber es ist auf jeden Fall von der Tendenz her erstmal nicht ganz so positiv. Die Dividendenrendite liegt bei 0,8% und die Investmentrendite bei 2%. Das heißt, wenn du 1 Euro in das Unternehmen investierst, hat das im Schnitt in den letzten 3 Jahren ungefähr 2 Cent Gewinn gemacht und hat davon 0,8 Cent ausgeschüttet. Das heißt, naja, wenn man das jetzt mal so auf so einen Value-Bereich bezieht, also ein richtiges Dividenden-auszahlendes Monster ist es irgendwie nicht. Also wir brauchen schon ordentlich Wachstum, damit das eventuell ein sinnvolles Investment ist. Auch die Unternehmensrendite liegt bei 3,9%. Das heißt, wenn das Unternehmen selber irgendwie in Infrastruktur oder ähnliche Dinge investiert, machen sie gerade mal 3,9 Cent Gewinn momentan. Auch das ist relativ wenig. Und die Eigenkapitalquote liegt bei 42,3%. Das ist in heutiger Zeit relativ solide. Haben allerdings trotzdem natürlich auch nicht sehr wenig Schulden. Ne? Das sind ja jetzt 58% Schulden des Unternehmens. Muss man also so ein bisschen aufpassen. Blicken wir als nächstes hier einmal auf den Chart. Wie wir sehen können, sind wir innerhalb des letzten Jahres ungefähr auf Allzeittief. Ne? Wir sehen, wir sind jetzt gerade in der Nähe von diesen Tiefs hier. Das heißt, eventuell ist das jetzt gerade ziemlich spannend. Wir haben jetzt hier einen Rückgang gehabt von 43 bis auf 31. Das heißt, wir haben ungefähr 25% verloren jetzt in der letzten Zeit. Also was ist das hier, seit November ungefähr. Das ist natürlich jetzt ja für uns jetzt eine ziemlich gute Kaufchance, wenn du jetzt zu denen gehörst, die hier schon eingestiegen sind, hier oben vielleicht sogar. Ja, das war wahrscheinlich dann jetzt einfach nicht ganz so die klügste Idee. Man sieht das mal wieder hier, ich sag mal, das ist eine typische Anfängerfalle. Ne? Also hier hat man an sich einen schönen Aufwärtstrend, ne? Dann könnte man auf die Idee kommen, okay, kaufe ich doch hier in der Nähe des Aufwärtstrends und dann rutscht einem trotzdem die Aktie ab, obwohl der Aufwärtstrend sich gerade erst etabliert hat, wäre ich früher drauf reingefallen, als ich ganz am Anfang war. Naja, ist halt so. Ja, wenn du lernen willst, wie du das genau analysieren kannst, ob die gerade günstig ist oder so, überleg doch mal, ob du dir vielleicht mein Buch runterlädst. Der Link ist in der Videobeschreibung. Gucken wir als nächstes einmal auf die Geschäftsentwicklung. Das ist ja durchaus sehr, sehr interessant. Wir sehen jetzt in Rot die Umsatzerlöse. Das ist immer das Erste, worauf ich an sich ganz gerne gucke. Und wie wir sehen können, haben sich die Umsätze sehr, sehr schön entwickelt. Da sind sie immer weiter gestiegen. Und hier nochmal, jetzt von 20 nach 21 gab es nochmal so einen richtigen Sprung. Also das ist auf jeden Fall prinzipiell gut. Ich meine, die ganzen, also Apple hat ja zum Beispiel angefangen, selber seine Chips zu produzieren und so. Das ist natürlich für eine Aktie wie Infineon jetzt nicht ganz so cool. Aber wie wir sehen können, aktuell hat es noch keine negative Auswirkung irgendwie auf die Geschäftszahlen. Wenn wir uns das jetzt mal konkret angucken, sehen wir, dass wir in 2015 noch einen Umsatz von 5,8 Milliarden hatten. Und der ist jetzt raufgegangen bis auf 11 Milliarden. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger als eine Verdopplung in diesen 7 Jahren. Das ist auf jeden Fall prinzipiell schon mal eine ganz coole Sache. Wenn wir auf die Ergebnisse je Aktie gucken, das ist die blaue Linie, dann ist das ziemlich zackig hier, ne? Und pendelt hier so um die 60 Cent rum. Hier hatten wir mal einen relativ niedrigen Gewinn von 26 Cent. Aber wir wissen alle, was in 2020 war. Von daher, ja, also sehr, die Gewinne sind sehr solide, weil die Aktie ist keine Aktie, die man kauft, weil die Gewinne so schön sind, ne? Sondern die Aktie, die kauft man wahrscheinlich eher hier wegen dem Wachstum. Wenn wir uns die Dividende einmal angucken, sehen wir, dass die schön gesteigert wurde. Dann gab es hier einen Rückschritt und jetzt sind wir wieder auf dem Vorjahresniveau.
Ja, also 27 Cent Dividende kriegen wir aktuell und 88 Cent Gewinn haben wir. Bezogen auf den aktuellen Preis von 31 Euro, ja, ist es einfach nicht sonderlich viel. Ne? Also, so richtig günstig ist es momentan irgendwie nicht. Blicken wir jetzt aber einmal auf die Größe des Unternehmens und auf das Wachstum des Unternehmens, weil das ist ja gerade der Bereich, der an sich spannend ist bei Infineon. Wie gesagt, die Aktie kauft man, glaube ich, nicht, weil man von einem Value-Ansatz ausgeht, sondern eher, wenn man von einem Wachstumsansatz kommt. So, und auch hier sehen wir haben ja vorhin schon die Verdopplung des Umsatzes gesehen. Und hier sehen wir, dass das Eigenkapital und Bilanzsumme im Wesentlichen genauso mitgewachsen ist. Ne? Also das Unternehmen ist sehr gut in der Lage, Geld zu reinvestieren. Also man würde es als klassischen Compounder bezeichnen, wenn man jetzt mal so im englischsprachigen Bereich sein, also ein Unternehmen, was halt in der Lage ist, seine Gewinne prima wieder zu reinvestieren. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Ja, wir sehen jetzt ja hier, dass die Bilanzsumme von 9 Milliarden raufgegangen ist bis auf 24 Milliarden. Das heißt, das Unternehmen hat sich sogar mehr als verdoppelt in der Zeit, also ungefähr 150% dazugekommen. Und das Eigenkapital hat sich halt auch ein bisschen mehr als verdoppelt. Dementsprechend, ja, was lässt sich sagen? Also Infineon wächst sehr, sehr schön. Jetzt müssen wir aber auf eine Sache noch aufpassen und das ist halt der Preis, den wir dafür bezahlen. Auch das müssen wir uns jetzt natürlich einmal angucken. Ihr seht hier, die Marktkapitalisierung sind 43,2 Milliarden. Wenn wir das jetzt in Verbindung setzen oder mit den Kennzahlen, die wir hier haben, dann bekommen wir für diese 43,2 Milliarden aktuell 11 Milliarden Umsatz, das heißt, wir sind im Kursumsatzverhältnis ungefähr bei 4. Wir bekommen 10 Milliarden Eigenkapital, das heißt, wir kriegen relativ wenig Geld, also 25 Cent an Werten, die wir bekommen für jeden Euro, den wir investieren. Und wir bekommen 24 Milliarden Unternehmenswert. Das heißt, wir zahlen ungefähr das Doppelte für jeden Ziegelstein, der da momentan liegt. Allerdings ist dann noch Fremdkapital aufgenommen worden. Das heißt, die Aktie, die ist schon noch ziemlich teuer aktuell. Ne? Also wir haben ein sehr schön wachsendes Unternehmen, aber wir zahlen auf jeden Fall einen ordentlichen Aufschlag auf die Situation. Als nächstes möchte ich mit euch nochmal einmal hier auf das EBITDA gucken. Das EBITDA liegt momentan bei 3,2 oder 3,3 Milliarden. Dementsprechend haben wir auf unseren Kaufpreis eine Quote von 7,6%. Das heißt, das Geld, was wieder reinvestiert wird in das Unternehmen, beträgt ungefähr 7,6% von unserem Kaufpreis. Und das ist ein Wert, der ist sicherlich in Ordnung. Ja, also man kann jetzt darauf hoffen, dass das Unternehmen mit diesen 7,6% in Zukunft wächst. Davon ab geht natürlich die Dividende, aber das ist im Wesentlichen der Betrag, der jedes Jahr für uns als Aktionäre quasi generiert wird. Ein Wachstum von 7,6%, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der Aktienmarkt und die Wirtschaft im Wesentlichen in die gleiche Richtung ziehen, dann ist das wahrscheinlich die Rendite, die du erwarten kannst, wenn du in Infineon investierst, meiner Meinung nach. Oder auf die du hoffen kannst, wenn du in Infineon investierst. Sehr hohe Kapitalerhöhungen gab es auf jeden Fall nicht in letzter Zeit. Das ist prinzipiell erstmal sehr positiv. Ja, die Infineon-Aktie ist momentan durchaus ein spannendes Investment. Wenn wir uns den Maximalchart vielleicht nochmal angucken, dann sehen wir aber, dass wir durchaus auf einer recht hohen Bewertung aktuell sind. Also es gab mal eine Zeit, da war die Bewertung noch wesentlich höher. Dann dümpelte die Aktie hier unten rum. Und jetzt gab es halt hier diesen Rücksetzer gerade hier auf dieses Niveau. Also bezogen jetzt aufs letzte Jahr ist die Aktie ja gerade relativ günstig. Bezogen auf den Maximalchart würde ich sagen, ist dem eher nicht so. Und die unternehmerische Entwicklung, also wenn ihr euch das jetzt hier mal anschaut, wir sind jetzt ja hier so von 15 raufgeschossen bis 45 und jetzt wieder runter bis 30. Dementsprechend würde ich jetzt erstmal sagen, die Kursentwicklung war auf jeden Fall wesentlich schneller als die Unternehmensentwicklung und das ist tendenziell immer eine, eher eine negative Entwicklung, wenn man so will. Ne? Also von daher ist die Aktie sicherlich momentan im Vergleich zur Historie eher ein bisschen zu teuer. Für mich deswegen erstmal kein richtig cooles Investment an der Stelle. Wenn du jetzt noch mehr Fragen dazu hast oder da noch tiefer reingehen willst, dann komm doch einfach mal vielleicht in die Live-Schaltung. Die nächste Live-Schaltung findest du immer im Community-Tab.
Da machen wir einen Zoom-Call, da können wir dann halt mal so richtig ins Gespräch kommen. Ich hoffe, dass das alles soweit gut funktionieren wird. Ja, wenn du jetzt noch mehr Fragen dazu hast, dann komm doch vielleicht einfach mal zu mir in den Zoom-Call. Alle paar Wochen versuche ich eigentlich einen Zoom-Call mit euch zu machen und den Link und alles dazu findest du im Community-Tab. Und ja, also da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen, wenn wir das hinbekommen würden. Ansonsten hoffe ich, diese kleine Schnellübersicht hat dir gefallen. Also wenn ich jetzt wirklich da rein investieren wollte, würde ich jetzt natürlich noch wesentlich genauer reingehen und hier meine Checkliste einmal ausfüllen. Das sind so 70 Fragen oder so. Wenn du den gesamten Prozess mal sehen willst, dann überleg doch mal, ob du die Aktienakademie vielleicht einfach mal ausprobieren willst. Ich habe jetzt hier noch für dich die Playlist mit all meinen Aktienanalysen und noch eine weitere Analyse, von der ich denke, dass sie dich wahrscheinlich interessieren würde, wenn du dich für die Infineon-Aktie interessierst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, bis dahin, ciao!